So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen, sehr, sehr groß werdenden Projekt. Und zwar Jump 2 mit weit über 100 Exits. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Ein neues, ganz großes Projekt von den, kann man sagen, erfolgreichsten oder wichtigsten Leuten auf SMW Central. Ich weiß es nicht. Jedenfalls die, die immer riesige Mario-Hacks rausbringen, wie schon Jump. Und Jump 1,5 und Jump 1, aber Jump 1 haben wir nicht gespielt, weil das hat mich jetzt nicht überzeugt von dem, was man da gesehen hat. Entgegen Jump 2 bietet schon richtig viel cooles Zeug. Ich habe teilweise schon ein paar Sachen gesehen, das meiste wird aber blind sein. Insofern schreibe ich auch ganz normal wie immer blind in den Titel. Ich habe ein bisschen was im Emero-Stream gesehen, das war es dann aber auch schon. Und ich. Yo, das könnte ich zum Beispiel schon mal nicht. Oha. Oha, das sagt schon relativ viel aus. Und was ihr hier auch schon seht, es wird teilweise werden die Level sehr schwierig sein. Also teilweise kommt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas hier kommt. Das wäre schon wieder ziemlich krass. Aber es gibt schon sehr schwere Level. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall mit Safe Stage spielen, größtenteils. Es ist auch als Kaizo, glaube ich, eingetragen. Ich muss nachher mal den Thread raussuchen, dass ich das überhaupt in die Beschreibung packen kann. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Aber wir werden recht viel mit Save States wahrscheinlich spielen. Und jetzt gucken wir uns erstmal dieses Intro hier an. Wow, das hat mich ja gerade komplett weggeflasht. Also das sagt tatsächlich sehr viel aus über den Hack, weil genau das wird passieren. Er wird ganz oft weggeflasht sein. Gott, ich hoffe, ich muss dieses Level da nicht spielen. Ach du Schande. Ach du Schande. Das sieht interessant aus. So, kann ich jetzt? Ja, jetzt kann ich steuern. Sehr schön. Dann starten wir mal die Geschichte. I've got to be completely honest here, this hack doesn't need to exist. Jump is a parody of many different hacks, including Jump and. Geht es noch weiter? Mehr Text? Hä? Wait. Wait a minute. Wo ist nochmal meine Zurücktaste? Hier, ne? Ja. Kann man irgendwie durchscrollen durch den Text? Nein, ich kann es nur. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie gleich Tasten versaue und nicht weiß, wie man zurückscrollt. Aber alles, was ich drücke, bringt den Text nicht weiter. Okay, also ich gehe davon aus, die Textbox ist einfach nicht vollständig. Okay. Ja, ne, auch Jump 1 war schon so eine Parodie auf verschiedene Hacks, aber es war so bewusst auf schlecht und trollig gemacht. Und es war nur Vanilla, glaube ich. Und es sah einfach nicht schön aus. Also guckt euch gerne mal ein Gameplay von Jump 1 an. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, dem würde ich ein ganzes Let's Play-Projekt widmen. Aber Jump 2 sieht halt großartig aus. Nicht alle Level, manche sehen komisch aus, ne? Aber das ist ja das. Es ist ja so eine Collaboration. Es haben wieder ganz viele Leute gebaut. Und ja. Point of Advice. Time is cubic. Four-corner-day-system disproves God. The time cannot be linear as it would start. Okay. Ich bin jetzt gerade nicht für die Wissenschaft hier. Ja, das war der schlauste Mensch, der das gesagt hat. Hier komme ich nicht ran. Will ich auch gar nicht. Sind Giftpilze. Okay, dann gehen wir aus dem Yoshi-Haus wieder raus. Kann ich auf hier irgendwelche. Aha, created by Moderator. Genau, es gibt auch wieder pro Level hier diese Optionen, von wem es erstellt ist. Allerdings hat mir Sariel vorhin auf Twitter, auf Skype, auf Discord geschrieben, dass das alles Kosenamen sind. Und die, wenn man ein anderes Level geschafft hat, erst richtig angezeigt werden würden, wer was gebaut hat. Ich meine, letztendlich ist mir wurscht, wer das hier ist.
Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, Cat Bath, was hier steht, ist wohl der Ersteller Idol. Das nützt uns jetzt wahnsinnig viel, ja? Mir ist egal, wie die heißen. In dem Park kennt man natürlich vom Namen her, ne? Es ist dieses typische Jump-Team, also Jolpengamler ist dabei, G-Breeze, Sunset und wie sie alle heißen. Und deswegen, ja, letztendlich ist mir egal, wie sie heißt. Ich werde jetzt nicht, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob ich jedes Mal danach gucken werde. Aber im Moment habe ich es offen. Im Moment kann ich es einfach nachgucken. Also wenn ich daran denke, das immer aufzumachen, dann kann ich auch nachgucken und sagen, wer das gebaut hat. Das war das, was ich gerade testen wollte. Exits 1, ganz normal, ganz normales Level. The Land of My Big Huge Man 3. Und es ist alles eine riesige Parodie. Auch die Levelnamen sind Parodien und ja. Ja, da. Wollte gerade sagen, das fühlt sich doch an wie das erste Level in SMW. Nur kam da ein etwas großer jetzt entgegen. Der war schon mal kleiner. Und Banjo-Kazooie-Musik, holy moly. Also die Custom-Musik ist auch. Da kommen teilweise Lieder. Göttlich. Das, was ich halt schon gesehen habe, das meiste habe ich ja noch nicht gesehen. This level is very hard, so I thought I would give you a free, no expense mushroom. Please treat it well. Okay. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass das Level so very hart ist. Aber ihr seht schon, wenn jetzt hier sowas wie hier so eine komische Ecke ist, das ist jetzt nicht so, dass das ein Fehler vom Ersteller ist, sondern ganz viel, in Anführungszeichen, schlechtes Level-Design ist Absicht. Man weiß natürlich nicht genau, war das jetzt auch Absicht? Oder hat er da wirklich nicht aufgepasst, der Idol? Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn hier irgendwas komisch ist, dass es Absicht ist. Ja, also ich bin jetzt nicht sicher, ob es hier diese, weil alles andere sieht hübsch aus und dann kommt diese eine Ecke hier. Die wirkt schon komisch, aber wie gesagt. In den meisten Fällen gehen wir jetzt mal davon aus, dass es Absicht ist. Guck mal, da ist die Ecke auch überall. Oh mein Gott. Da ist die Ecke auch überall. Vielleicht hat der. Okay. Ich wiederhole mich dann nochmal an dieser Stelle. Ja, okay. Sehr schön. Ich freue mich auf den. Ich freue mich mega auf den Hack. Ich werde mich ganz oft aufregen. In dem Level fange ich noch nicht mit selbst jetzt an. Nein, 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 nein. Ich werde mich ganz oft aufregen. Weil es wirklich. Es kommen wirklich schwierige Level, die selbst mit Save States ultra krass werden. Das, was ich schon gesehen habe, da war auch ein schweres Level dabei. Mit Cape und allem. Aber. Und jetzt dieses. Und jetzt dieses Intro-Level gerade, das war auch interessant. Was mir aber gerade aufgefallen ist, wir haben jetzt 5 Leben. Wir hatten vorhin auch 5 Leben. Also wir verlieren keine Leben, okay. Dann muss ich mich eigentlich nicht um so Sachen wie Münzen etc. bemühen. Ich weiß nicht, ob man alle Yoshi-Coins. Nee, es scheint. Uah. Ach, da kommt der eigentlich her. Nein, es scheint ja. Es scheint ja. Yo, wait, ich muss hier hin, zurück. Was wollte ich sagen? Es scheint ja kein Speichersystem für die Yoshi-Coins zu geben, sonst hätte ich die jetzt ja noch vom ersten Mal, ne? Also so wie in Yamp. Wait, komme ich da. Ah. So wie in Yamp 1 ist das vermutlich nicht. Yamp, nicht in Jump 1. Und auch in Jump 1,5, dass das gespeichert wird, diese Yoshi-Coin-Dinger. Vielleicht, wenn sie wichtig sind, ich weiß es nicht. In dem Level scheinbar nicht. Warum ist das da? Einfach so. Hi.
Noch einer? Natürlich. Ich könnte mir fast denken. Oh, jetzt war ich zu langsam. Ich könnte mir fast denken, dass dann noch ein dritter kommt und der ist einfach nochmal größer. Das wäre cool. Schade. Aber ich hoffe noch auf einen etwas noch. Also, ich weiß nicht, ob es geht, aber ich hoffe auf einen noch größeren Bullet Bill. Ja, guckt euch das mal jetzt hier an. Ne? Das ist auch so ein Ding. Teilweise sieht das Level-Design hier hübsch aus. Nee, okay. Ja, das ist schon Absicht. Ja, das ist schon Absicht. Das ist schon Absicht. Ich war mir anfangs echt nicht so sicher, aber mittlerweile häuft es sich doch und sieht schon sehr absichtlich aus. Oh. Jetzt scrollt es. Das will ich gar nicht. Mag Scrolling nicht. Ach, jetzt muss ich hin und her wechseln, ja? Huch. Ach, der ist jetzt der Gate, der hat jetzt Bock auf mich. Na, so nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Was steht hier? Tipps for Babies. Okay, so he kinda hovers beneath you, so you can sort of guide him away and go back and forth a little. Ja, wirklich. Danke für diese riesige Info. Ja, also Yoshi-Coins wurden nicht gespeichert. Damit haben die sich für das Level schon mal erledigt. So. Diesmal werde ich nicht nochmal getroffen. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Tipps für Babys war schon gut. Ah! Oh Mist. Ah, war schon ein guter Lacher. Ja, diese Dinger hier, na, die kennt man aus Mario Maker. One Ways. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn nochmal zurückhavern lassen kann. Ja, kann ich. Tschüss. Ja, die interessiert mich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Weil die anderen habe ich auch schon nicht mehr. Okay. Runter. Hoch! Was ist passiert? Wo bin ich? Wo bin ich gerade gestorben? Wo bin ich gerade gestorben? What? Okay. Um nochmal die Sache mit den Safe States anzuschauen. Nein, also es wird, ich werde versuchen, so eine Mischung zu machen, aber ihr kennt mich, sobald ich mal anfange zu Safe-Staten, eskaliert es immer so ein bisschen. Aber das ist jetzt ein Level, da fühle ich jetzt irgendwie noch nicht den Safe-State. Auch wenn es blöd ist, das jetzt alles nochmal zu spielen. Also ich will jetzt eigentlich auch, dass wir alles nicht nochmal spielen müssen. Also ich werde jetzt da gleich einen Safe-State setzen, wo ich gerade gestorben bin. Na, dass wir hier nicht, es geht bei dem Hack jetzt mehr darum, ihn zu zeigen. Und nicht, aber hier bin ich gerade gestorben, weil ich, weiß ich nicht. Ich hab's nicht verstanden. Wait, das war nicht meine Safe-State-Taste. Das war meine Safe-State-Taste. Das war knapp. Da hat's mich zerquetscht. Okay. Ja, das würde man natürlich noch ohne Safe-State schaffen, keine Frage. Aber wie gesagt, darum, und das quetscht mich doch wieder jetzt, ja. Aber darum geht's mir jetzt nicht, weil es geht eher darum, die Level zu zeigen. Und ich denke, das Level sieht man so auch. Mache ich denn das jetzt hier? Das zerquetscht mich wieder. Ich muss schneller sein. Dann werde ich halt hier getroffen. Dann werde ich da halt getroffen. Okay. Oh Mama! Okay. Na, aber ich werde jetzt nicht. Na, das haut auch nicht hin. Ich werde jetzt nicht hergehen und nur noch Safe State. Den einen Safe State lasse ich jetzt erstmal an der Stelle. Und alles andere ist halt jetzt okay. Nein, ich will da. Oh, ich wollte die gar nicht haben. Weil es ja, wie gesagt, eher darum geht, die Level zu zeigen. Und nicht da jetzt
mega perfekt. Ach, was mache ich denn? Mega perfekt durchzuspielen. Dann würden wir halt auch jetzt ein Projekt haben, was gefühlt ein Jahr lang geht. Ja? Wenn ich wirklich. Weil dann schaffen wir vielleicht 2 oder 3 Exits pro Video. Das ist nicht in meinem Sinne. So, lass mich in Ruhe. Zumal es ja, wie gesagt, Level gibt. Da werde ich wahrscheinlich selbst mit Save States einen ganzen Part brauchen. Sariel meinte auch, ich soll für den gelben P-Switch einen extra Part einplanen. Das scheint also ein langes Level zu sein. Keine Ahnung, wo der ist. Nicht P-Switch, für den gelben Switch-Palast halt. Warum sind da... Ach so, das ist der... Ah, das ist das Ende aus dem Original. Nur jetzt... ja, okay, verstanden. Okay. Wir haben ein Level geschafft. Yay. Es gibt aber auch ganz kurze Level. Huch, was? Hab ich schon gemacht. Ich bin schon schlau. Hab schon andere Hacks von euch gespielt. Ich kenne mich schon aus. Ja, so ein Ding ist das. Kann ich hier eigentlich... Nein. Ich denke mal, speichern wird er pro Level, hoffe ich jetzt mal einfach. Wobei, wir können ja eh nicht Game Over gehen, also werde ich natürlich Overworld Saves jetzt setzen müssen. Dr. Malcolm's Flaming Hot Dinos. Oder Dinos. Ich glaube, das spricht man Dinos aus im Englischen. Ah, kann ich darauf spinjumpen? Oder bin ich komplett? Die sind komplett. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier dieses Retriding. Okay, die sind komplett Insta-Death, alles klar. Wobei nicht Insta, wahrscheinlich mit dem Pilz kann ich sie wohl berühren. Testen wir das? Ja, okay. Ganz normaler, ich darf halt nicht berühren, Viech, Dings, Treffer, Gezeugs. Ach, wait, das ist das ganz normale... Nee, ist es nicht. Okay, der Anfang war wie das normale. Okay. Kann ich die killen? Scheinbar nicht. Okay. Wenn ihr irgendwas Wichtiges zu dem Hack wisst, was ich beachten sollte oder so, dann teilt es mir einfach mit, ne? Ihr kennt euch ja schon wieder besser aus als ich. In den meisten Fällen. Darauf kann ich aber spinjumpen. Kann ich normalerweise nicht auf denen ihr Feuer spinjumpen? Kann ich doch jetzt bei denen nicht mal auf dem Feuer spinjumpen? Okay. Das ist interessant. Geh heim. Oh, wait, die fallen runter. Okay. Genau richtig gemacht. Oh, nein! Schade, wir waren weit. Das ist jetzt auch was, wo ich den Save-State noch nicht sofort fühle. Das wird sicherlich sich mit der Zeit verändern, aber ich fühle ihn hier jetzt nicht so... Also, sofort. Also, so ein bisschen probieren... Ach, Mist. So ein bisschen probieren würde ich schon wollen. Weil ich jetzt halt... Ah, ich werde jetzt bei der einen Stelle... Aber ich habe wieder keinen Pilz. Ach, da hier war das Ding. Nein! Nein, 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 nein. Das war blöd. Das war doof. So. Aber das wird... Oh, Mist. Nicht treffen lassen. Ich würde gern den Pilz behalten diesmal. Nice. Jetzt haben wir schon einen großen Vorteil gegenüber vorhin. Und wissen ja sogar, was kommt. Sehr gut. Sehr gut. Nein! Ach, warum musste ich jetzt da getroffen werden? Okay, jetzt einfach nicht treffen lassen. Dann sind wir auch schon an 9 Abschnitten mit einem Midway Point. Nice. Okay, kann ich mit den Dingern jetzt irgendwas machen? Dead Gates remove sprites. Achso, die werden jetzt erklärt. Okay. You see both of them frequently. Ja, da sind sie schon. Okay, was macht das? Ah.
Oh. Oh. Ja. Gut, das lief wohl nicht so. Das lief nicht so gut. Yay! Okay, ich muss das fangen. Das ist wie ein Schlüssel. Und dann schmeißt das dagegen. Problem ist, ich habe dann immer nur einen Wurf. Oh, mein Goodness. Okay, das wird jetzt wieder interessant. Also für den zweiten Teil, da beginne ich jetzt schon den Safe State zu fühlen. Habe ich den Satz vorhin beendet? Ihr könnt mir, wenn ihr irgendwas wisst zu dem Hack, was ich unbedingt beachten muss oder so. Na, dass irgendwas, keine Ahnung. Scheiße. Dass irgendwas. So wie das, was Sari mir jetzt halt mitgeteilt hat, ne? Das ist zum Beispiel gut zu wissen, dass die Namen nicht die richtigen Namen sind. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich gewundert, dass ich keinen einzigen kenne irgendwann. Das wäre mir wahrscheinlich relativ spät erst aufgefallen. Ah, nein! Oh. Really? Kann ich scrollen hier eigentlich? Okay, ich könnte das Ding wieder rein scrollen, aber die andere Flasche ist jetzt halt weg. Ja, ich brauche beide. Verstanden. Ich muss jetzt kurz was testen. Kann ich die Flasche abstellen? Ja, okay, gut. Das ist sehr gut. Dann ist das, macht es nämlich die eine Stelle gleich deutlich einfacher. Und auch wenn ihr ne, zu der Safe State-Thematik irgendwelche Vorschläge habt, wie man das machen könnte. Jetzt weiß ich nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt mache, weil. Ach so, ich schmeiß den drüber. Ja. Oh. Das ist da abgeprallt, das hätte ich mir denken können. Okay, an das komme ich hier wieder ran. Das ist gut. Das Problem ist aber, dass wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der jetzt wieder rot. Ja. Keine Chance. Okay. Aber damit haben wir die Stelle jetzt verstanden. Und ich habe meinen, ich werde den Fehler nicht nochmal machen. Ich dachte, ich kann es einfach dagegen pfeffern. Ich hätte mir aber denken können, dass das Sprite-Blöcke aufhält. Jo, ich wollte es eigentlich nicht wieder fangen. Es war ein schönes Kunststück, aber nicht, was ich wollte. Ja, na, also wenn ihr da Meinungen habt, was Saves jetzt angeht, wenn jetzt alle zum Beispiel sagen, hier ist voll okay, wenn du Saves jetzt machst, dann fühle ich mich damit schon viel besser. Deswegen schreibt das bitte. Yes. Deswegen schreibt das bitte. Nein, also, ihr wisst, was ich meine. Mama, was mache ich denn da? Hätte ich den vorher. Och, nö. Da komme ich doch jetzt schon wieder nicht dagegen. Das hätte ich vorher hochwerfen müssen, ne? Ich könnte höchstens gucken, ob ich es nochmal gespawnt bekomme. Jetzt kommt er aber rot wieder. Ne, jetzt kommt er gar nicht wieder. Oh, jetzt ist er ganz weg. Krieg ich vielleicht so die Flasche nochmal neu her? Nein, aber ihn. Toll. Das ist natürlich jetzt der Worst Case. Wahrscheinlich, weil die Flasche schon eingesetzt wurde. Ja, das hat nicht funktioniert. Mist. Okay. Na, gerade bei so einem riesigen Hack. Wenn wir da nicht jetzt wirklich ein Jahr lang dran sitzen wollen. Und ich glaube, so lange würde man ohne Saves jetzt daran sitzen. Zumindest bei den Leveln, die ohne Saves jetzt überhaupt möglich sind. So, manche Level gehen ja wirklich nur mit Save State für normale Spieler. Wenn man nicht super sick ist. Ach, ich soll den gar nicht. Ah, das. Da spule ich jetzt mal kurz zurück. Ich muss mich jetzt hier erstmal gewöhnen, was hier los ist. Machen wir mal hier einen Safe State, okay? Gut. Den ersten Teil haben wir jetzt oft genug gesehen. Es sind doch wieder.
einige Abschnitte, die man halt erst beim zweiten Mal versteht. Nice. Okay, das Asset wäre nicht notwendig gewesen. Ein oder zweimal wäre ich vielleicht noch gestorben. Ja, aber na, sagt mal, wie euch das am ehesten gefallen würde, so vom Zuschauen her. Viele Save States, wenig Save States. Ich versuche es ja, Graphics Settings im Rahmen zu halten. You can use the message box next to this one to toggle high-res mode for the main map. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, das wäre nicht so die beste Idee. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich meine, ich spiele auf ZMZ und nicht auf ZSNES, aber... Wir machen erstmal No, was kommt hier noch? Okay, gut zu wissen. Ja, Checkpoints werden auch gespeichert. Okay. Gut, ich setze mal einen Save State und versuch's mal. Und guck mal, was passiert. Wahrscheinlich stürzt mir alles gleich ab. Sieht das jetzt anders aus, die Oberwelt? Das sieht bei euch in OBS richtig aus, aber bei mir überhaupt nicht. Nee, bei euch sieht das auch nicht richtig aus. Okay, wir machen das mal ganz schnell wieder zurück. Ich fange da nicht an rumzuwurschteln. Wait! Ach so, turn off, yes. Okay. Also wahrscheinlich könnte man das wirklich über die Windows Size entsprechend einstellen. Sollen wir mal kurz rumprobieren? Es sieht schon nicht dumm. Also jetzt so sieht's dumm aus, aber. Ja, dann müsste ich jetzt hier wahrscheinlich irgendwas probieren. Uff. Da bin ich raus. Das war's. Nein, wir probieren das da. Es ist ja nur, es betrifft ja nur die Oberwelt, die Level sehen ja trotzdem dann ordentlich. Also wir ist das, ich werde das mal wieder ausstellen. Was hat der alles geschrieben? Your emulator settings may need to be adjusted. Set your window size and experiment with display settings. Ja, bis ich da jetzt rumprobiere, um Gottes Willen. Nein. Nein, schlechte Idee. Dann bleibt es halt so. Okay, Oberwelt bleibt so. Wir haben noch nicht geguckt, von wem das Level hier ist. Es ist von Beaufort 3. Und Beaufort 3 ist... wo finde ich den in der... Ach, das ist alphabetisch hier sortiert. Chibuis. Ja, Mensch. Oh, wenn wir Baldi Boy 118 lesen... Dann fange ich an zu weinen, das ist nämlich Morsel. Und wer noch weiß, was Morsel in Jump gebaut hat, das ist dann ein Level, mit dem Save States wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sind. Können wir eigentlich in der Oberwelt rumgurken? Okay. Okay, jetzt wir können ja uns mal kurz die Oberwelt angucken. In der High-Res und ich scroll einmal komplett durch die Oberwelt durch. Dann seht ihr den Unterschied.
Aber also, ich glaube, auf OBS sieht es nicht ganz so schlimm aus wie jetzt hier in der Aufnahme. Aber es sieht schon wild aus. Aber ich meine, ne, es ist kein großer Unterschied. Ihr seht hier, das ist. Also bei mir sieht es jetzt komplett verschwommen aus und die Schrift oben ist ein bisschen gepfiffen. Zusammengedrückt. Aber bei euch auch. Ja, wie auch immer. Lassen wir es dabei. Gucken wir noch ins nächste Level rein. Wenn es kurz ist, spielen wir es noch. Wenn es lang ist, spielen wir es noch nicht. A Masochist Stands at a Crossroads. Drei Exits. Na, vielleicht findet man einen kurzen Exit. Vielleicht finden wir die zwei anderen nicht, aber. Yo, der Baum. Der Busch. Der Busch ist schon mal zu wild. In this level you can press LR to take damage. Das ist das einzige 3-Exit-Level. Okay. Es ist ein Puzzle-Level. Da sehe ich mich jetzt vielleicht nicht in dem Part. Okay. Da kommt noch eine Feder raus. Das ist schon mal nicht gut, dass wir die schon ausgelöst haben. Hier muss ich also jetzt eigentlich den auslösen. Oh, lol. Ich muss erst den P-Switch auslösen. Ach so, verstanden. Ich muss mich treffen, dann muss ich mich klein machen, dann muss ich. Nee, hä, ich muss ja. Dass ich hier durch kann, dafür muss ja der. Aha, je nachdem, wie viele Rätsel ich schaffe. Wait, das heißt, das eine, den einen Exit. Ah, ich hätte mich klein machen müssen vorher. Okay, einen Exit schaffen wir. Nice. Hier gibt es tatsächlich einen kurzen Exit. Das ist ja unglaublich. Genau, was ich wollte. Es gibt einen kurzen Exit hier. So, das heißt, wir machen Folgendes. Wir machen. Nee, ich darf hier nicht als Feder rein. Ich muss hier nur als. Darf hier nur als Pilz rein. Ich darf hier nur als Pilz rein, weil sonst. Ich kann mich zwar jetzt treffen lassen, aber dann komme ich hier nicht mehr durch. Ist es möglich? Ich probiere was aus. Erstens sind hier Blöcke. Nein. Okay, zweitens. Das war nicht, was ich wollte. Ja! Nice! Perfekt. Damit haben wir den ersten Exit, beziehungsweise Exit Nummer 3 bekommen. Sehr gut. Prima. Prima. Was wollen wir denn mehr? Ach, Exit 2 ist ja dann auch ganz einfach. Exit 2 holen wir uns auch noch schnell. Exit 2 ist ja dann auch ganz einfach. Moment. Seht und staunet. Ja, easy. Okay. Das wäre Exit 2. Okay, was ein Levelname. Was brauche ich jetzt? Was muss jetzt eigentlich anders sein für Exit 1? Nochmal kurz gucken. Ich hab's vergessen. Ach, da muss ich durch die Tür da unten wahrscheinlich gehen. Nee, hä? Wait a minute.
Ja. Kann ich nicht einfach? Okay, nein, kann ich nicht. Ach so! Ach so! Verstanden. Der On-Off muss andersrum sein. Für Exit 1 muss der On-Off anders sein, wenn ich durch die Tür gehe. Deswegen muss der P-Switch gedrückt sein. Ne? Der P-Switch muss gedrückt sein. Das heißt, das ist der einzige Rätselraum. Wir haben ja gerade schon gesehen, der P-Switch wird gedrückt, wenn ich hier jetzt so eine Stampfattacke mache. Aber ich müsste gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Weil wenn ich jetzt hier den mache. Ah, das dauert einen Moment. Das dauert einen Moment, bis der durch. Okay, verstanden. Das dauert einen Moment, bis der durchkommt. Dann kann ich in der Zeit, ups, sehr gut. Dann kann ich mich in der Zeit klein machen und kann hier durchlaufen. Und jetzt hätte ich die auslösen müssen, dass ich hier die Feder kriege. Weil so komme ich nicht rüber. Verstanden. Kriegen wir noch hin, kriegen wir noch hin, kriegen wir noch gelöst. Nice. Dann ist es ja ganz simpel, das Level. Ja, easy. Jetzt schwebe ich hier einfach rüber. Und jetzt ist der On-Off gedrückt und jetzt kann ich einfach dieses Exit nehmen. Haben wir ja alle drei Exits sogar noch mitgenommen. Ja, supi. Sehr gut. So gehen 100 Exits natürlich schnell. Alles klar, perfekt. Dann haben wir jetzt drei Wege, die wir nächstes Mal gehen können. Wir können hier runtergehen zur Variety and Adventure Worlds 1.1 bis 1.5. Oder Proud to Stand My King's Big Huge Meat Boom, Hashtag Big Sports. Alles. Achso, wer ist eigentlich Moderator? Moderator ist Lazy. Oder The Bang Gang. Hashtag Family Friendly. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Und ja, tschüss.